In unserem heutigen Bienenwebinar beschäftigen wir uns mit der Varroa-Milbe und mit deren Bekämpfung durch die Oxalsäurebehandlung im Winter. Man bekämpft die Varroa-Milbe, weil sie ein Parasit ist, der die Bienen schwächt. Im Gegensatz zu ihren asiatischen Verwandten kann die europäische Honigbiene nur sehr schlecht mit der Varroa-Milbe auskommen. Deshalb müssen wir ihr hier ein bisschen helfen. Das Problem ist, dass die Varroa-Milbe sich in der Brut sehr stark vermehren kann und dort eben diese Larven ansticht und Hämolymphe saugt. Das bedeutet, dass die dann schlüpfenden Bienen stark geschwächt sind und meistens sogar um bis zu 10% kleiner sind als Bienen, die nicht von der Varroa-Milbe befallen sind. Da es sich bei der Varrose um eine Tierseuche handelt, wird diese natürlich auch von einem Institut überwacht. Das ist bei uns das Veterinäramt. Dort müssen wir unsere Bienen anmelden, dass wir Bienenhalter sind offiziell. Und dafür gibt es einen Tierhalterantrag. Den findet man auf der Seite des Veterinäramts. Und da werden jegliche Art von Tieren, die gehalten werden, angemeldet. Das heißt auch Rinder, Schweine und eben auch Bienen. Und wenn man dann die Bestätigung bekommt, dass die Bienen jetzt auch angemeldet sind, dann bekommt man so ein Formular und dann sind die Bienen registriert und dann ist man offiziell auf einmal Landwirt. Das Bekämpfungskonzept von Baden-Württemberg sieht 3 Stichtage mit 3 verschiedenen Maßnahmen vor. Und zwar erstens im Frühjahr die Drohnenbrutentnahme, zweitens im Sommer die Ameisensäurebehandlung und drittens die Oxalsäurebehandlung im Winter. Solange die Varroa-Milbe sich in der verdeckelten Brut befindet, können wir diese nicht bekämpfen, weil wir nicht an sie rankommen. Deshalb müssen wir warten, bis das Volk keine Brut mehr hat und die Varroa-Milbe auf den Bienen drauf sitzt, also sehr exponiert ist, wo wir sie gut bekämpfen können. Wie kann ich also gewährleisten, dass an meinen Völkern keine Brut mehr ist? Sobald die Temperaturen sinken und es auch mal Frost gab beispielsweise, wird die Eiablage der Königin eingestellt und es wird keine neue Brut mehr im Stock zu finden sein. Aus diesem Grund eignet sich die Varroa-Behandlung mit der Oxalsäure vor allen Dingen um Weihnachten besonders. Wichtig ist allerdings, dass die Behandlung vor dem 31.12. durchgeführt wird. Ansonsten darf man im nächsten Jahr keinen Honig mehr ernten. Es gibt 3 verschiedene Anwendungsverfahren, die Träufelanwendung, die Sprühanwendung und die Verdampfungsanwendung. Wir führen heute die Träufelanwendung durch. Die Sprühanwendung wäre auch noch eine Möglichkeit, braucht allerdings relativ viel Zeit, weil man jede einzelne Wabe einzeln besprühen muss. Die Verdampfungsanwendung ist in Deutschland nicht erlaubt. Die Oxalsäurelösung stellt man selbst her und dafür braucht man verschiedene Utensilien. Ganz wichtig, die Handschuhe, weil wir mit einer Säure arbeiten. Außerdem braucht man eine Schutzbrille, damit die Augen gut geschützt sind. Darüber hinaus brauchen wir eine Küchenwaage, die Oxalsäure, wo auch die Anleitung dabei ist. Die Oxalsäure kann für ungefähr 10 verschiedene Völker verwendet werden. Für Imker, die vielleicht nicht so viele Völker haben, bietet sich daher eine Kooperation an. Auf jeden Fall sollte das nicht weggeschmissen werden, damit man auch nachhaltig damit umgeht. Dann haben wir eine Spritze, mit der wir das Oxalsäure-Gemisch nachher aufziehen können. Und dieses Gemisch müssen wir erst herstellen und dafür brauchen wir ein Glas, einen Behälter und Zucker. Wir brauchen 275 Gramm Zucker auf diese ganze Flasche. Also messen wir jetzt 275 Gramm Zucker ab. Wichtig ist, dass man die angesetzte Lösung maximal eine Woche verwendet, weil sich sonst giftige Stoffe für die Bienen entwickeln können. So, jetzt ist die Lösung fertig. Nur ich nicht. Ich brauche noch einen Imkeranzug und dann kann es losgehen. Hier ist unsere vorbereitete Lösung. Handschuhe und Schutzbrille nicht vergessen. Und dann können wir jetzt mit der Behandlung anfangen. In der Beschreibung ist angegeben, man soll pro Wabengang 3 bis 4 Milliliter verträufeln. Die Menge der Lösung hängt also auch davon ab, wie stark ein Volk ist. Dieses Volk ist nicht so stark, hat nicht so viele Gänge besetzt, deshalb nehme ich nur 35 Milliliter. Jetzt im Winter kann man die natürlich auch besonders gut erwischen, weil die Bienen
in einer Traube zusammenhängen, um sich gegenseitig zu wärmen und nicht mehr so groß verteilt im ganzen Bienenstock zu finden sind. Die finden es auch gar nicht lustig, wie man sieht. Die sind richtig aggressiv. Die Varroamilbe fällt dann von den Bienen ab und man kann die dann als Imker später auch in diesen Schiebern hier unten zählen. Wenn man auf die Milbenschublade einfach ein weißes Papier oder Küchenpapier drauflegt, kann man dieses dann danach wunderbar in eine Klarsichtfolie tun, mit nach Hause nehmen und dann dort auswerten. Also im Mikroskop kann man jetzt wunderbar die Mundwerkzeuge und auch die Füßchen der Milbe sehen. Hier bei der Auszählung kam jetzt raus, dass insgesamt nur 5 Varroamilben aus meinem Volk rausgefallen sind auf dieses Papier. Das ist eine ziemlich befriedigende Ausbeute, weil bei manchen stark befallenen Völkern hat man sogar 5 pro Tag oder weit mehr. Ohne eine Oxalsäurebehandlung würde das Volk wahrscheinlich den Winter nicht überleben. Zusätzlich können Varroamilben Viren verbreiten. Und besonders verbreitet ist hier der Krüppelflügelvirus. Dadurch werden die Flügel der Bienen stark verkrüppelt und sie können nicht mehr fliegen und sterben dann relativ schnell. Das Problem einer zu späten Varroamilbenbehandlung ist, dass zwar bei einer akkurat durchgeführten Varroamilbenbehandlung die Zahl der Milben natürlich stark wieder runtergehen kann. Allerdings diese schon bereits die Krüppelflügelviren eingebracht haben in das Volk und diese dann auch beim Runtergehen der Varroamilben trotzdem weiter ansteigen. Das bedeutet, wenn man jetzt die Varroakontrolle macht und man stellt fest, es sind ganz viele Varroamilben gefallen und es hat vielleicht alles wunderbar funktioniert, es leider trotzdem bedeuten kann, wenn man zum Beispiel zu spät behandelt hat, dass das Volk noch reingehen kann, weil die Virusbelastung im Volk zu hoch ist. Es ist wichtig, alle Behandlungen rechtzeitig durchzuführen, bevor der Varroa-Druck auf das Volk zu groß wird. Wir haben jetzt gerade die Oxalsäurebehandlung durchgeführt. Das heißt, die Ameisensäurebehandlung und auch die Drohnenbrutentnahme werden wir in einem anderen Video zur entsprechenden Jahreszeit dann nochmal thematisieren.